So, Ja, was machen aber. wir mit dir, meine Liebe? Pascha. Also, sie sagt den Namen nicht. Schau mal zu, Enrico, aber ich brauche am besten einen neuen Dolch und wenn ihr habt, auch eine Art Kurzschwert. Sie schaut sich mal an ihrem Waffenständer um und gibt dir dann nach einiger Zeit ein Kurzschwert, was sie dir reicht, und sagt dir dann, dass du ein bisschen damit herumfuchteln sollst. Der Fuchteln trifft es ganz gut. Ihr seht, wie Wascha da steht und anfängt, mit sich selbst zu kämpfen und ein bisschen sich dreht und Du hast versteckte Klinge, ne? ja. Glauben. Müsstest du, glaube ich, gekauft haben. Dann Ja. führst du es, wie gesagt, über Raufen. Und dementsprechend ist es kein Herumfuchteln, sondern sehr, sehr Okay. gezielte Stiche, die du aber sehr, sehr kurz setzt. Also du streckst deinen Arm nicht wirklich ganz aus, sondern bleibst immer noch sehr angewinkelt, und auf sehr, sehr kurze Distanzen kannst du dann Bäuche aufschneiden. Ja, Okay. aber sie ist zufrieden, nimmt dir das Schwert dann aus der Hand, nickt, ja, alles klar, dann weiß ich, was ich machen muss. Und einen Dolch. Wie gesagt, ich habe diesen hier, aber der ist ziemlich dreckig und ziemlich alt. Ja, sie nimmt dir den ab und schmeißt ihn ins Feuer. Oh. Du siehst, wie er gerade zusammen, also so heiß ist es nicht, aber langsam verläuft die Axt von Rodrigo dann. Ja, Oder wahrscheinlich hat die Stimme schon lange angefangen, Feuer zu fangen. glühtrot eher Ja, sowas. ja. War aber teuer. Mal So, gucken, etwas wehleidig hinterher. ich würde mal sagen, sie schaut mal auf die auf den brennenden Schaft von Rodrigos Axt und die das glühende Stück, was noch übrig geblieben ist. Ich würde mal sagen, eine Woche, dann bekommt ihr eure Waffen. Wo finde ich euch? Ja, wo Wir finden euch eigentlich? doch. In einer Woche kommen wir einfach wieder. So sei es. Danke. Ja, und dann könnt ihr sehen, wie sie jetzt wohl der Ehrgeiz gepackt hat. Eben noch so ein bisschen lethargisch, wie sie da rumsaß auf ihren, ja, in ihren mittleren Jahren, wie gesagt, 40, 45 so in den Dreh. Und jetzt ergreift sie der Eifer und fängt an, ja, ein bisschen Metalle rauszusuchen, die sie dann braucht für die nächsten paar Tage. Ja, Jaira Hinterzimmer. Al-Azim ist eine Meisterschmiedin, die es wirklich nur mit Thorn-Eisinger aufnehmen kann. Sie und er, also das ist das beste Schmiedewerk, was es gibt. Und sie arbeitet, wie gesagt, nicht für Geld, sondern nur Sonderaufträge, die ihr Gefallen erregt haben. Da kann man also nicht hingehen und sagen, hey, ich will eine neue Waffe haben. Das ist bei Thorn Eisinger ja genauso nicht möglich. Ja, wenn Ephadaios hinten irgendwie im Laden herumsucht, kannst du da auch einen sehr hochgewachsenen jungen Mann sehen, der gerade mit einem kleinen Jungen Brett- und Kartenspiele betreibt, also rot und weiße Kamele. Und wenn er dich sieht, steht er auf, ruckartig, und schaut dich finster an. Was tust du hier? Seid ihr Abu? Naja, bin ich. Er streckt seine Hand aus. Ich bin einfach da aus. Was tut ihr hier? Mir wurde gestattet, ich schätze, es ist die Werkbank dort hinten, da, genau, die hinter euch, hier mir ein Schild anzufertigen. Ihr, es hieß, ihr seid Bewanderterin und könntet mir vielleicht zur Hand gehen. So, ich kläre das mal kurz mit der Meisterin und dann reitet euch da mal an der Werkbank aus. Schaut nochmal das an, Gewiss. was du da als Schild in die Hand nimmst. Ja, könnte man sicherlich was draus machen. Geht dann und klärt das ab. Das spielt noch kurz mit dem kleinen Kind, hat ja immer noch diesen Regenbogenbart. Ah, ganz lustig, oder? Ich bin einem Einhorn begegnet und habe ich diesen Bart bekommen. Bist du ein Genie? Ein Genie? Ja, streich mal deine langen Haare zur Seite und guck mal, ob du spitze Ohren hast. Bist kein Genie. Aber du bist treu. Ja, das Brett- und Kartenspiel ist halt vergessen und er beschäftigt sich eher mit deinem Bart. Derweil kommt dann Abu zurück in die Schmiede gelaufen, fragt kurz was nach und geht dann wieder nach hinten. Ja, wenn Jala noch will, dann kann er sich auf dem Türrahmen noch umdrehen.
Ach, hier macht nicht zufällig Streitkolben. Streitkolben? Ja, ihr wisst schon. Schön grobe. Schön grobe. Ja, also Streitkolben kann ich anfertigen, das ist jetzt keine hohe Kunst. Deswegen wollte ich euch eigentlich nicht beleidigen mit einer solchen Anfrage, aber... Sie geht wieder zum Waffenregal, gibt dir einen Streitkolben und lässt sich damit einmal herumschwingen. Ja, wie grob ist er denn? Ja, meisterhaft gefertigt. Das ist doch ein deutliches Stück über dem, was ich gewohnt bin. Zu schwer? Nein, ich meine, so leicht, wie er sich führen lässt. Ja, allerdings muss ich sagen, sie nimmt die wieder ab und stellt die wieder zurück. Das ist wohl noch etwas zu schwer für euch. Ich sollte vielleicht unten am Griff noch etwas machen. Sie streicht noch einmal kurz über den Griff rüber. Ja, alles klar, dann habe ich eure Maße. Hab Dank. Derweil läuft Ephadaios zum Ballhauskartenviertel. Direkt neben Astuza. Du hast Ephadaios gesagt? Brindigia, Entschuldigung. Ephadaios ledert. Ja, genau. Brindigia läuft ins Maraskan-Viertel, denn ich glaube, Hock war es. Der hatte damals in Maraskan noch erzählt, dass er hier mit irgendeinem gesprochen hatte, der irgendwas davon gefasert hat, dass Xeran 10 Antworten auf die 64 Fragen kennen würde. Richtig. Und ja, wenn man sich im Maraskaner Viertel dann, also du kommst dann mit dem Ersten ins Gespräch, ein altes Mütterchen, so um die 60 Jahre, lehnt sich heraus, zieht noch einmal ihre Baumwollmütze, beziehungsweise Wollmütze nach oben. Brindigian, schön, dass du hier bist. Du hast die Frau noch nie gesehen, aber du musst sie kennen, das ist bestimmt irgendeine Tante oder sowas von dir. Reite die Schönheit, Bruderschwester. Lass Idrajida, der Schmiedin mit dem Oberlippenbart, schöne Grüße von Denderan ausrichten. Ja, richtig aus. Was hast du da zu erzählen? Aus Boran, aus Sinoda, aus Tuzak? Oh, die Lage ist gut. Das Shikandidat macht Fortschritte. Sag mal, kennst du diesen... Mir ist der Name gerade entfallen. Er redet so unsägliches Zeug über die, dass die Dämonenbündler etwas von den über Antworten für die 64 Fragen kennen. Weißt du, wer das ist? Lass mich mal kurz nachfragen. Ich frag mal bei Sulbas Gida nach. Sie macht kurz die Fenster zu. Du kannst hören, wie sie auf der anderen Seite dieses großen Turmes die Fenster wieder aufmacht. Sie gibt erstmal die Grüße weiter und dass du gerade direkt neben ihr am Fenster stehst, also irgendwie eine Straße weiter, richtet wie gesagt die Grüße aus für Oberlippenbart und hast du nicht gesehen und was es eben aus Neuigkeiten gibt aus Maraskan mit dem Widerstandskämpfer und fragt dann, wo Aldi Fridigian ist. Alen Schmidegia. Und nach einigem Hin und Her kommt sie dann wieder an das Fenster getreten. Der befindet sich gerade in einer der Warmküchen. In welcher denn? Weißt du das? Das ist wahrscheinlich die Küche von Edizibar. Das ist der mit der großen Nase. Der mit den Haaren, die aussehen wie goldenes Haar. Ah, der. Ich habe von ihm gehört. Ist der... Was in der Richtung? Ich zeig mal irgendwo hin. Genau in der Richtung. Ja, du hast natürlich schon von diesem Mann gehört und wo genau seine Garküche ist. Gehst dann auch so ein paar Gassen weiter. Überall über dir erklingt dann auch wieder Neues. Brindigian ist wieder hier. Und kleine Kinder, die in den Gassen spielen, dich umarmen. Brindigian. Kommst dann zu so einer Garküche. Hier sitzen die Leute dann auch auf schönen Reissäcken
Und drin wird gerade leckere Rauschgurke serviert, auch viel Reis, wo du an so einem offenen Buffet dir dann diesen Reis in großen Ballen nehmen kannst. Und trittst dann auf den älteren Koch hin. Er ist echt unglaublich alt, er ist sehr faltig. Seine Haare wären eigentlich grau, aber so wie sie aussehen, wirklich Gold. Und die Nase ist ziemlich groß. Das passt perfekt zu dieser Beschreibung. Also, wenn die Maraskaner was können, dann ist es Beschreibung von irgendwelchen Leuten, die sie dann ganz unverblümt weitergeben. Und er steht dahinter, gibt gerade so ein bisschen Rauschgurke aus und schneidet die klein, streut ein bisschen Pfeffer drüber. Du weißt, dieser Pfeffer, oh, er ist so lecker, er ist so süß und scharf gleichzeitig. Und die läuft das Wasser gerade im Munde zusammen. Da kannst du auch sehen, wie er dich sieht und dir dann erstmal einen großen Becher mit maraskanischem Bier hinstellt. Oh, maraskanisches Bier, das hattest du in Boran das letzte Mal. Oh, ist das gut. Wie heißt der Typ nochmal? Das ist Aldifridigian. Ich schreib's dir in den Chat. Was schon? Das ist wichtig. Es ist überhaupt nicht ausgewürfelt. Preise die Schönheit, Aldifridigian. Wenn dann nehme ich das Bier. Machst du mir noch einen Marasflan dazu mit schön viel Pfeffer. Ja, wir haben gerade erst den neuesten bekommen. Setz dich, setz dich. Hast du schon gehört? Widerer Sap mit den 13 Schweinen heißt jetzt Widerer Sap ohne Schweine. Was Ein ist da schrecklicher passiert? Unfall. Ah, zum Teil die Hafajars, zum Teil Marasken. Eine Marasken. üble Geschichte. Ich kenne mehrere Versionen, aber auf jeden Fall sehr tragisch. Ich habe ein neues Rezept für Marasken. Für Marasken. Ja, wenn man weiß, wie man sie aufschneiden muss, dann schmecken die wirklich gut. Recht würzig, nehme ich an. Ja. Nichts Nur wie für gesagt, Garechas. man muss wie gesagt aufpassen, wo man schneidet, sonst wenn man sie hauchdünn geschnitten hat, dann geht das. Aber wie gesagt, wenn du zu dick schneidest, dann kann es sein, dass du eine Ader triffst und dann ist das ganze Fleisch versaut und es ist hochgiftig. Hast du sowas hier? Kann man sowas mal probieren? Kriegst du überhaupt Aber mal Rasken hier? nur unter der Hand. Wenn die anderen hören, dass ich hier Marasken verkaufe, dann weißt du, was los ist. Du kannst hören, wie so ein kleines Kind auf der Straße steht und macht gerade die Ohren auf und schreit einmal laut: Halt die Fridigian, verkauft Maraskenfleisch! Von mir hörst du es nicht. Ich flüstere ihm ganz verschwörerisch zu. Dann ist ja gut. Ja, dann nehme ich dir das Bier in einer Hand, den Marasflan in die andere Hand. Und sag, wo finde ich diesen Mann mit diesem einzigartigen Gedanken, dass die Ungeschaffenen die 64 Fragen beantworten können? Er soll hier sein, bei dir. Ja, ich habe von den Geschichten gehört. Es war ein Flüchtling, der aus Mendena kam. Xeran hat dort, nachdem er die Stadt eingenommen hat für sich, die Stadt etwas umstrukturiert, hat einen neuen Hafen bauen lassen und nach einiger Zeit auch mit dem Bau eines goldenen Hauses begonnen, in dem er wertvolle Schätze verwahrt. Und dort soll er wohl den Gerüchten zufolge auch Antworten auf die Fragen verstecken. Wer genau so etwas gesagt hat? Das war wohl ein Mittelreicher, ob man den Worten so vertrauen kann. Die Garetias sind ja immer sehr, sehr merkwürdig. Ich habe bisher nur gehört, dass er völlig betrunken war, als er das erzählt hat. Wenn er jetzt noch ein Garetscher ist, dann. Ein betrunkener Garetje. Aber kein Hafaya. Er kam vor einiger Zeit hierher. Weiß nicht genau, mit welchem Schiff das war, aber er machte vor kurzem hier Halt in Kunchum und prahlte damit herum, dass er es gesehen hätte oder dass er es gehört hätte in Mendena und ging damit natürlich dann auch sofort zu uns Maraskan. Nach Rastuzen. Und nach einiger Zeit ging er wieder. Er hat wohl den Zorn von vielen von uns auf sich gezogen, aber naja, seitdem wir hier nicht mehr mit allzu vielen herumsitzen, du hast es wahrscheinlich gesehen, wir haben hier nur viele Alte und viele Kinder und wenig, naja, Junge wie dich. Sie sind zumeist alle in Sinnoh beim Shikanijat und kämpfen gegen die Hafayas oder sind bereits gefallen, aber hier in Astuzak sind nur noch wenige von uns verblieben. Naja, aber das klingt ja so. Naja, ein mehr als einzigartiger Gedanke. Aber solche Geschichten, solche Legenden haben ja häufig die Angewohnheit, dass sie die
dass sie die Wahrheit verharmlosen. Deswegen, ich nehme das schon ernst. Einen wahren Kern werden sie vielleicht haben. Ob es jetzt 10 Fragen oder 10 Antworten auf die Fragen sind oder nur eine oder irgendetwas anderes, was in die Richtung geht, also etwas wie eine Prophezeiung, das weiß man ja nie so genau, aber zumindest hat er etwas in die Richtung gesagt. Aber du hast ihn nicht gesehen, oder? Beziehungsweise kannst auch nur das wiedergeben, was die anderen Bruderschwestern sagen. Genau. Glaubst du ihm auch kein Wort? Das, was der Klatsch gesagt hat. Er hat nicht bei mir gekauft. Hätte er gewusst, dass du Maraske verkaufst, dann, naja, ein Mittelreicher. Deine Antworten wirst du sonst höchstwahrscheinlich nur im BND da finden, denn wenn der Garetia hier betrunken herumlief und mit dem nächsten Schiff wieder in See stach, entweder er ist bereits versunken oder irgendeiner Klinge zum Opfer gefallen. Und er hat nicht mit den Hafajas gemeinsame Sache gemacht? Nein, er war kein Hafaja. In Mendena kann man wohl ja relativ ungestört mit einigen Brüdern und Schwestern auf den Straßen umhergehen, wenn man nur das nötige Kleingeld hat. Dann kann man auch über Roh und Gro erzählen. Es ist wie gesagt, eine Stadt, in der die Ungeschaffenen angebetet werden, genauso wie die Götter und Roh und Gro. Ja, ich habe darüber gehört. Ich hoffe nur. Und ich weiß nicht, ob du die Lage auf Maraskan zur Zeit kennst, auch in Städten wie Yergan und Boran, die ja von den Ungeschaffenen besetzt und die und unsere Bruderschwestern unterdrückt werden und predigen, die so etwas wie den Ruhr und Chor glauben, aber es ist eine völlig pervertierte Version davon. Aber du meinst, so ist es nicht in Mendena? Nein, das ist es nicht. Wie gesagt, wer das nötige Kleingeld hat, der kann sich dort relativ ungestört bewegen. Aber die Wände haben Ohren, noch viel mehr als hier in Astuzak, das mag man kaum glauben. Und wenn du Antworten findest, dann wohl in seinem goldenen Haus. Nun, dann bleibt mir wohl nichts anderes, um mich jetzt selbst nachzusehen, was? Ich werde dir auf jeden Fall berichten, wenn sie was... Habt ihr gehört? Brindigian will bei Xeran einbrechen. Ja, hab ich schon gehört. Ja, ich grinse. Das ist der Klatsch, der nicht an die Ungeschaffene weitergetragen wird, da bin ich mir sicher. Nein, ganz sicher. Genau, frage ich noch. Sag Aldi Fridigian, kennst du hier einen guten Schneider, eine gute Schneiderin? Ich touche mal so ein bisschen meine Robe um, die durchaus mitgenommen aussieht. Direkt neben uns bei Zarysha kannst du nicht nur Wollmützen bekommen, sondern auch jegliche andere Stoffe, die maraskanisch aussehen oder maraskanisch sind. Wir haben aber auch noch die Handelshäuser Maraskan nie im Flusshafen. Auch da kannst du dich ausrüsten. Das ist sehr gut. Danke für deine Hilfe. Ich setze mich dann noch irgendwo in dieser Garküche an irgendeinen Tisch zu irgendwelchen anderen Leuten und erzähle noch irgendeinen Quatsch mit denen. Und... ja, genau. Dann hatten wir besprochen, so in einer Stunde ungefähr bei der Magierakademie, also ich werde hier noch ein bisschen Zeit verbringen und dann irgendwann aufbrechen. Gut. Beziehungsweise ich hatte gesagt, jetzt können die anderen auch alles einkaufen, was sie brauchen und dann trefft ihr euch morgen zu den einzelnen Dingern. Dann habt ihr jetzt heute, wie gesagt, den ganzen Tag Zeit zum Wappen, Rock kaufen und neue Kleidung für Rodrigo, neue Kleidung für Wascher. Und dann müsstet ihr euch jetzt noch überlegen. Ja, wahrscheinlich am Abend trefft ihr euch wo wieder? Vor dem Hotel Tulamidia? Ja, ich meine. Ja. Also tagsüber würde ganz gerne Rodrigo noch mit Wascher sagen, Wascher, ich finde, wir sollten uns irgendwas anderes suchen. Das Hotel Tulamidia scheint mir ziemlich teuer zu sein. Ja, das gehört ja zu den Punkten, die ich eigentlich schon machen wollte, ebenso mit dem Boot und so. Das hatte ich ja einfach da versprochen, weil ich ja weiß, er ist ein Effort geweiht, er will zum Wasser, deswegen. Gut, dann machen wir jetzt für den ganzen Kauf von Dingen, machen wir nicht den ganzen Tag, sondern nur den halben Tag. Und dann machen wir so gegen 15 Uhr, trennt sich die Gruppe dann vollständig und dann könnt ihr in die einzelnen Etablissements gehen. Ich sag mal, pro Etablissement geht eine Stunde drauf. Das heißt, wenn wir es jetzt 15 Uhr haben, habt ihr jetzt 3 Dinge, die ihr machen könntet. Könnt ihr euch jetzt aussuchen, was es ist. Ihr solltet vielleicht nochmal mit der Drachenei-Akademie anfangen.
damit ihr da dann auch Brindijan wieder findet und ihm dann auch sagen könnt, wo ihr euch dann wieder trefft um 18 Uhr. Warum? Wir können auch im Hotel Tulamidia, wenn wir da ausziehen, sozusagen, wenn wir was Neues gesucht haben, können wir doch sagen hier, wem man da sozusagen, dass man den ganzen anderen Leuten jetzt hier Bescheid sagen soll, dass wir da jetzt hier, wo wir hingezogen sind. Ja, machen wir das auch. Wir können uns auch vor dem Hotel Tulamidia treffen, wenn alle wissen, wo es ist, und dann von dort aus gemeinsam zum Neuen gehen, wenn alle alles erledigt haben. Also, alles klar. Ja. Also wahrscheinlich, ich würde mir ganz gerne hier was Neues suchen, was nicht ganz so teuer ist und ja, was eben auch irgendwie, glaube ich, erstmal im Stand entspricht. Das Hotel Tulamidia scheint mir doch irgendwie über dem zu sein, was ich so gewohnt bin. Also ich rate alleine von unserer Planung her, dass wir uns vielleicht irgendwo am Hafen etwas suchen. Wir würden vielleicht abends bei einem Bier Leute kennenlernen, die hier ablegen und ankommen. Wir haben ungefähr einen Blick, wer eincheckt und auscheckt, und wir könnten Ephadaios ziemlich nah bei uns etwas besorgen, wo er übernachten kann, sodass wir uns morgens treffen könnten und wir nicht alle durch die halbe Stadt laufen müssen, ebenso wenig wie er. Und die Hafenkaschemmen sind meistens nicht so teuer. Gut, ja, dann nehmen wir doch was am Hafenmäßiges. Ja. Das wäre jetzt für mich am sinnigsten, Frosty. Ich weiß nicht, ob der Hafen mega teuer ist, aber ich hätte mir jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass es am sinnigsten so wäre. Ja, ich bin gerade auf der Suche nach billigen Tavernen. So. Ja, das ist im Notfall. Ja, weiß ich nicht. Also billig ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort. Ich wollte gerade sagen, also das ist alles irgendwie Q6. Also Q geht natürlich beliebig da unten, aber P6 ist natürlich das Problem. Und das bringt ihr natürlich von einer Preiskategorie nach unten. Ob das Rodrigo dann Genüge tut, ist natürlich eine andere Frage. Und in einem Q3, P3 Herberge oder Taverne wollt ihr halt auch nicht bleiben. Das ist, glaube ich, auch teurer würde. Warum? Ja, die Frage ist ja, wir haben ja gerade erst Geld bekommen. Q4 müsste doch irgendwie SO7 sein, SO6, 7 sein. Oder? Also Q3 ist unter meiner Würde. Ja, wir haben ja gerade erst Geld bekommen, wir sind die schlimmste Kaschemme. Q4, Q5, das ist so das, wo ihr euch vielleicht tummeln solltet. Mhm. Ja, außer Vaja. Warum? Was ist mit mir? Ja, du bist jetzt nicht unbedingt jemand, der in der Q4-Schuppen wohnt. Also jetzt direkt am Hafen. Schlafen, wo ich will. Direkt am Hafen habt ihr alles sehr teuer, ne? Das ist natürlich direkt am Schlag. Und das mag zwar so wirken, als ob das hier alles nur sehr schäbige Warenhäuser sind, aber das ist hier unglaublich teuer. Gerade wenn hier die ganzen Söldner direkt kommen, die gehen nicht lang und dann bezahlen die halt auch die deftigen Preise. Wenn ihr weiter ins Innere geht, also nicht nach Norden, sondern weiter nach Süden, da kriegt ihr dann die ja, die etwas billigeren, qualitativ nicht so hohen Dinger. Also da müsst ihr dann weit in die Südstadt ziehen. Aber da kriegt ihr auf alle Fälle was. Ich weiß nicht, was denn hier mit dieser Herberge zum Tanzen Kamel? Die ist auch nicht sozusagen, nicht so nah am Q4, P6. Also die Qualität ist echt mies, aber der Preis ist halt überteuert mies. Es ist halt Kunschum. Also tut mir leid. Kann man da aber Kontakte irgendwas machen oder über Nee, kannst du nicht. So Steuerung R4 ist der Hafen, das ist alles schweineteuer. Hier ist die Herberge von Tanzenden Kamel, die ist halt Qualität richtig mies, aber teuer. Das heißt, ich gebe euch einfach mal hier irgendwo was Inoffizielles, wo ihr dann schlafen könnt. Da sage ich jetzt einfach mal Q4, P4, aber das ist weit ab vom Hafen. Ja, dann können wir auch Modell Tulamidia bleiben, wenn das sowieso auch da irgendwie Q6, P6 weiterhin bleibt, dann würden wir die Stunde brauchen, um uns einige jetzt hier Herbergen anzusehen, über die Preise kurz zu reden und dann wieder zu gehen. Jo, ja, klar. Also da geht dann einfach unsere Zeit für drauf, um dann festzustellen, dass wir doch im Hotel Tulamidia bleiben. Genau, würfel mal Gassen fürs Pro. Ja. Mach ich gern. P6, klar geht das höher als P6. Du kannst auch P11 nehmen. Echt? Ach du Schande. Also Hotel Selander ist Q10 und P11. Ich dachte, es geht beides nur bis 6. Scheiße. Nee, 10 ist Max. Ich ja, meine, drei Leistungen also, wegen mir, was dann aussehen? Ja, doch, lasse ich zu. Ihr seid auf alle Fälle... Ja, das ist unter euch. Ihr seid auf alle Fälle schnell genug, dass ihr da nicht den ganzen Tag verbraucht, wenn ihr durch die Innenstädte klappert. Habt dann irgendwie zwei, drei Dinger abgefrachtet, dann sind alle zu teuer und dann... wenn ihr dann den nächsten Stadtjungen mal fragt, wie sieht das aus mit günstigen Hotels,
Herberg, dann wird er euch auch sagen, er müsste halt tief ins Innere des Stadtviertels, da wo es dreckig und staubig ist. Da kriegt ihr dann auch günstige Sachen, aber dann könnt ihr auch gleich dann im Hotel Dolamidia bleiben. Ist halt nichts anderes da. Und bleiben wir dort. Erste Stunde von unserem, also von Roger und mir, habe ich dadurch verschwendet. Ja, einfach da ist es weiter am Hämmern, glaube ich. Sein Schild ausbessern. An dem Tag, ja. Ja. Was also an dem Tag, du kannst ja mit 3 Stunden arbeiten. Du kriegst nicht mal so einen ganzen Arbeitstag zusammen an dem Tag. Genau, also ich würde halt 4 Stunden aufopfern an dem Tag, aber also dann müsste am Nachmittag ja noch Zeit für was anderes sein. Gut, also wenn du 4 Stunden hast, dann haben wir aber auch 4 Stunden. Das heißt, wir können auch 4 Objekte abklappern, nicht nur 3. Oder einfach das kommt. Also nein, jetzt du bist die ganze Zeit am Arbeiten und kannst dann nichts mehr machen. Ich habe gesagt, 15 Uhr trennt ihr euch. Das heißt, du bist jetzt bis 19 Uhr bist du beschäftigt und dann kommst du direkt vor das Hotel Dolamidia. Okay. Kannst du dann deine erste Probe ablegen für den Panzer. Mhm. So, da hatte ich ans Forum geschrieben, was du brauchst, um diesen Panzer vom Harnischträger. War das der Hand? Nee, das war die Chimäre. Das war die Krabben, genau, ja. Die Krabbenchimäre war das. Ja. Da würde ich auch tatsächlich sagen, dass ich bei der Herstellung von dem Panzer, bei der Feuersteinbearbeitung, ein Glückssegen auf mich wirke, weil da irgendwo auf jeden Fall mal ein Hammerschlag sitzen muss, wo das Ding kaputt gehen könnte. Wie lange hält denn so ein Glücksding? Hält er 4 Stunden? Ausgehen. Hält der Glücksding denn 4 Stunden, die gesamte Zeit? Nee, aber bevor ich diesen einen Hammerschlag mache, würde ich sagen, mache ich das. Für den Schicksalspunkt lasse ich das zu, aber nicht für den Glücksegen. Also, wie gesagt, du bist die ganze Zeit, du bist die ganzen 4 Stunden am Schneiden und Hämmern und hast du nicht gesehen. Das ist ja nicht so, dass du jetzt alle 4 Stunden einmal draufhaust. Nee, aber halt einmal so ein Gruppen. Okay, nee, ja, dann. Nee, Schicksalspunkt. Dann. Also würfel die Probe und dann Schicksalspunkt oder nicht. Kannst du ja auch so. Ja. Gut. Probe. Dann Jala. Erstmal müsste ich wohl zum Chortempel. Okay, da wollte, glaube ich, Rodrigo mitgehen. Deswegen setze ich das ja auch nach vorne. Und. Dann ist Rodrigo dabei. Wer wollte noch mitkommen? Ich glaube, Bascha wollte auch mitkommen. Wohin geht's jetzt? Ich hab's gerade nicht. Chortempel? Chortempel, ja, bin dabei. Nee, wollte ich nicht hin. Ephadaios, Washa, Yalan hatten ja gesagt. Washa hatte irgendwie gesagt, dass sie vielleicht sich dann mit hinschleppen lässt, weil hier Dings hingeht. Ich vielleicht, aber Ephadaios wollte auch mit dahin, aber ja, der hat sich heute für Schmieden entschieden. Genau, ja, wenn gut. Die jetzt in Chortempel gehen, da kann Bascha auch nichts mit anfangen. Geht dann eben zu ihrem Kontaktweg im Hausboot. Gut, dann machen wir das so. Dann machen wir jetzt, Jalan und Rodrigo mit dem Chortempel und dann geht Vascha zu ihren Kontakten. Ja, der Chortempel befindet sich weit im Süden der Stadt. Ihr geht an einer, an mehreren Plätzen vorbei, an einem großen Bazar, auch eine weitere Herberge, wo Rodrigo nur kurz in das Fenster reinlugt, die Preise sieht und dann weitergeht. Dann kommt ihr an einer merkwürdigen Bücherei vorbei, die wohl einem Magister Teferi gehört. Das ist ein Graumagier, der hier sich wohl niedergelassen hat. Hat wohl mehrere Büchereien, ganz Abiturien. Für einen kurzen Augenblick hat Rodrigo das Gefühl, eine bekannte Person darin zu erkennen. Dann ist die schwarzgewandete oder die schwarzhäutige Gestalt aber wieder verschwunden und Jalan dringt zum Weitergehen. Ja, ich komme, Jalan. Ich bummel da hinten. Wir wollen heute noch rankommen. Ja, vor dem Chortempel könnt ihr eine riesige Schlange sehen. Und zwar von Söldnern aus aller Herren Länder und auch Stadtwachen, die davor stehen, und zwar noch und nöcher. Denn die passen jetzt darauf auf, dass die Söldner, die davor stehen, sich nicht schlagen, weil das ist hier auch Programm, wenn hier viele Kulturen aufeinandertreffen und Leute mit Waffen hier herumstehen und das dann lange Zeit, weil der Tempel einfach voll ist. Dann ja, müsst ihr euch einfach hinten anstellen und zu, wie die anderen sich noch und nöcher mal schlagen. Nach ungefähr einer halben Stunde seid ihr dann auch dran, dürft dann das Haus des Kodex betreten. Hier könnt ihr dann auch einer der Altare sehen, wie hier wohl Potro steht. Er hat wohl vor nicht allzu langer Zeit hat er von irgendeinem anderen Söldner einen Hieb in den Bauch bekommen. Ihr kennt die Stelle, es ist immer die gleiche und er liegt gerade auf den, oder er sitzt gerade auf den Knien und hält sich seinen Bauch, er kämpft mit den Tränen.